Und jetzt müssen wir versuchen, die ein bisschen einzeln zu bekommen. Also es waren eigentlich fünf, wenn wir uns nicht verzählt hatten. Also da ist schon mal einer im Dunkeln, zwei im Dunkeln. Einer steht mitten im Raum und hinten ist auch noch einer. Versuche erstmal die beiden hier schnell töten. Na, greift ihr mich an? Solange ihr die anderen nicht ruft, ist das vollkommen okay. Der dachte wohl, wir wären. Au! Der dachte wohl, wir wären Ork. Der ist einfach so auf uns zugegangen, nicht mal gelaufen, ohne seine Waffe zu ziehen. Okay, wir haben jetzt 100 Punkte Stärke, aber wie ein Ork aussehen tun wir nun wirklich nicht. Auch wenn wir die Muskeln davon haben. Na gut, das wären schon mal zwei tot. Jetzt kommst du noch. Also ja, das hätten wir wirklich geschafft damals. Wir haben halt uns zu schnell von der bloßen Masse abschrecken lassen. Zumal es auch nicht alles Ork-Krieger sind, da sind ja auch Späher bei. Und die halten nicht allzu viel aus. Genau du da zum Beispiel. Und noch ein Speer. Ja. Gar kein Problem. Die Waffen nehmen wir mal alle mit. Ja, vielleicht haben deswegen die Mumien keine Waffen. Weil die anderen Orks, genauso wie wir eben gerade auch, ihnen einfach die Waffen abnehmen, wenn sie sterben. Ja. Aber erstmal brauchen wir eine neue Fackel. Hier sieht man ja gar nichts. So. Und irgendwo müssen wir jetzt diese Teleportationsschriftrolle benutzen. Nur wo ist die Frage? Und können wir sie nur einmal benutzen? Wenn nicht, wäre das schwierig. Wenn wir an der falschen Stelle stehen und sie benutzen. Also hier ist ein Tor. Aber nirgendwo ein Schalter. Das heißt, vielleicht müssen wir es hier benutzen. Aber gucken wir uns erstmal zu Ende um. So, da hinten war eine Sackgasse. Es scheint hier noch eine Etage höher zu gehen irgendwo. Hier sind nur ein paar Pilze, aber keine Schalter oder ähnliches. Genau, hier ist die Sackgasse. Da ist die eine große Tür. Ist hier noch ein Seitengang? Ne, ist auch alles eingestürzt. Dann müssen wir wohl eine Etage höher über das ganze Geröll. Hops. Sind hier auch noch Orks? Aber die meisten scheinen wohl unten gewesen zu sein. Bisher keine größeren Räume. Oder irgendwelche Plattformen, auf die man sich stellen könnte für den Spruch. Oh, was haben wir hier? So eine Art Altar. Na gut. Und dann parallel dazu noch ein Raum? Nein, der ist eingestürzt. Wirklich viel ist hier oben ja nicht. Wir sind jetzt einmal rum und haben nur die beiden Räume da, also den einen Raum da gefunden. Na gut. Wo ist der Baal? Vielleicht kann der uns ja einen Tipp geben. Aber der scheint sich irgendwo anders umzugucken. Der war doch vorhin noch hinter uns. Also erwischt hat ihn kein Ork.
Das hätten wir mitbekommen. Na, wo trödelst du wieder rum? Wärst ja irgendwo da oben ausgerutscht. Dann gucken wir mal kurz nach oben, ob er da irgendwo rumgeistert. Irks. Ja, das ist echt ganz schön sperrig hier. Und drauf da. So. Ball. Wir hätten ihm auch eine Fackel in die Hand drücken sollen, dann würden wir ihn wenigstens leichter sehen in der Dunkelheit. Na, der muss wieder zurückgegangen sein. Mann, 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 Mann. Wir sollen ihm hier helfen und er verpieselt sich immer wieder. Kaum wenn mal 4, 5, 6 Orks da auftauchen. Na gut, wir sind auch weggelaufen, also sollten wir ihm das nicht so nachtragen. Hm? Naja, laufen wir die Gänge zurück. Vielleicht kauert er da irgendwo in der Ecke. Nebenbei können wir unsere Augen auch mal offen halten nach irgendeiner Tür, die sich geöffnet haben könnte durch den einen Druck auf die Schallplatte. So, hier sind die Toten Templer und da ist unser Baal. Der aber nichts zu sagen hat. Na komm mit. Und jetzt sollst du dich da schön in Ruhe in dem großen Raum mal umgucken. Aber wenn wir uns richtig erinnern, dann wollte er ja eigentlich sich die Wände genauer angucken nach irgendwelchen Glyphen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Heißt das, wir sollen hier die Schriftrolle benutzen? Und wo gehst du jetzt hin? Ah, zu dem Tor. Okay. Hinter dieser Wand. Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Oh weia, ob das mal gut geht. Trinken wir erstmal einen Heiltrank. Vielleicht erwartet uns dahinter irgendwas Bösartiges. Und gleich noch einen nur zur Sicherheit. Dann speichern wir ab, falls es mit dem Teleporter schief geht. So, einmal tief durchatmen und die Spruchrolle raussuchen. Wir haben inzwischen ganz schön viele Spruchrollen da. Wow. Okay. Jetzt sind wir wohl hinter der Wand. Das war kein sehr weiter Teleporter, aber hier ist eine Winde. Dann können wir den Baal schon mal reinlassen. Und wir können fliehen, falls es zu haarig wird. Hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Nehmen wir unsere Fackel mal mit. Die wurde hier irgendwie nicht mit teleportiert. So, also, wir können einmal links rum und wir können geradeaus. Gehen wir erstmal links rum. Hier werden ja wahrscheinlich keine Orks sein, da sie verhungern würden. Obwohl, so viele Kräuter wie hier drin wachsen. Aber nee, ist unwahrscheinlich, dass hier drin Orks sind. Die könnten halt nicht raus. Außer es wären irgendwelche Schamanen, die selber teleportieren können.
Oder es hat sich eine riesige Ork-Armee hier drin verbunkert und die Tür hinter sich zugemacht. Das könnte natürlich auch sein. So, bisher gibt es nur noch einen Weg. Ah ja, hier ist wieder eine Abzweigung. Gucken wir mal rein. Das sieht wirklich aus wie eine Grabkammer. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Oh. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Nicht bestimmt gut. Wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Gar nicht stirb, gut. Ungläubiger! Ah! Gar nicht gut, Schwert. Wenigstens kann er nicht besonders gut kämpfen. Mann, Mann, Mann. Das ist schon der zweite von dem Sektenlager, der so durchgedreht ist. Also an dem Schläfer scheint wohl was dran zu sein, aber er ist ein ganz schön sadistischer Kerl. Oh, da ist ein Schwert. Schauen wir doch mal. Unser macht 55. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ne, unseres ist besser. Bist du jetzt wieder bei Sinn oder müssen wir dich gleich wieder runterschlagen? Jetzt sagt er nichts mehr. Na gut, solange er nicht wieder auf uns losgeht, ist alles in Ordnung. Ey! Na gut, dann musst du halt sterben. Vielleicht sollten wir uns vom Sektenlager wirklich fernhalten, wenn jeder von denen mit der Zeit durchdreht. Na, hier scheint echt nichts mehr zu sein. Komisch, komisch. Und was sollte dann die Vision? Sollten die einfach nur hierher kommen, um zu sterben? Wirklich als Menschenopfer? Du hast nichts mehr dabei und hier war wirklich nichts mehr drin. Außer das Schwert. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts übrig. Gehen wir wieder raus hier. Dann sollten wir dem obersten Templer Bescheid geben im Sumpflager. Der war ja nicht ganz so fanatisch wie er hier zum Beispiel und wie die anderen Baals. Also die Templer an sich scheinen ein bisschen gesitteter zu sein, was das angeht. Also erstatten wir ihm Bericht und dann haben wir hoffentlich unsere Aufgabe hier erfüllt. Und können uns endlich vom Sumpflager verabschieden. So, wo müssen wir lang? Wir müssen hier rum. Das wird ihm aber gar nicht gefallen, also dem obersten Templer. Dass der einzige Sinn seiner Vision wahrscheinlich war, dass sie alle sterben sollten. Außer mit diesem Schwert hat das irgendwas auf sich. Das können wir mir auf jeden Fall geben und es ist ja besser. So, hier waren noch Orks, da wollen wir nicht hin, wir wollen raus. So, und hier ist auch schon der Ausgang, schön, schön. Mal gucken, ob es noch Tag ist. Weil sonst wieder im Dunklen da durchschlagen. Obwohl, so weit ist das Sumpflager ja nicht weg. Ja, ist schon Nacht. Aber wenigstens schöner Vollmond. Aber speichern wir erstmal ab. LP 49.